Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau. Blutrote Nacht, Action. Waffen nachladen. Jo. Haben wir noch einen Scope? Nee, ich habe bisher nur eins gebaut. Schade. Das ist nur ein Reflexvisier, wenn du damit arbeiten willst. Ein was? Ja, ein Rotpunktvisier. Ja. Da in der Truhe müsste das sein. Welcher? Ich habe hier Weapon-Flashlight. Ah, Flex. Wollte gerade sagen, da wo du vorstehst. Ja, ich gehe mal auf den Balkon. Na, das ist auf jeden Fall besser. Wo ich glaube, die ganzen Sachen gleich einschalten kann. Die kommen ja immer. Ja, schalt ihr schon mal ein. Die kommen ja immer aus unterschiedlichen Richtungen, also. So, 53 Watt brauchen die wohl hier und der verbraucht 94. Alles noch in der Toleranz. So, komme ich mal eine Etage tiefer. Oh, scheiße, hier auf der einen Seite ist es total dunkel, da haben wir viel zu wenig Fackeln. Ja, die zerstören ja auch die Fackeln, ne? Ja, die ganzen Fackeln, die, da waren ja welche dazwischen. Ich hab da oben welche hingetan und dazwischen auch mal. Wenn ich da meine. Oder ich hab's vorgehabt. Aber hier vorne sind auch ein, zwei Fackeln weg. Ja. Ja. Ich hoffe, die Blade Traps kriegen was zu futtern. Ja, hier hinten haben wir es gut gemacht. Da habe ich den Wald weggeholzt, wo du meinst, brauche ich nicht. Und du hast du auch weggeholzt. Oh, hier bei mir. Spucker! Wo ist denn der Spucker? Oh ja. Und Vogel. Ah! Gott, das sind ja Präzisionsspucker, so weit wie die Rotzen. Ja, das ist die Zombie-Artillerie. Die Vögel spucken, glaube ich. Die Vögel? Die halten auch mehr Schuss aus. Ah, Vogel, geh weg. Bin noch nicht bereit für dich. Jetzt kannst du kommen, Vogel. Los, komm her, Vogel. Hab's. Ah. Ich könnte schwören, die haben gerade gespuckt. Wir haben Traps für euch gebaut, also geht da rein. Ja, es ist frech, dass sie die nicht nutzen, ne? Echt, ey. Ja, aber das Spucken hat aufgehört. Das waren wirklich diese Drecksvögel, ne? Hm. Oh oh, Spider-Man. Noch ein Spider-Man. Scheiße. Ja.
Da war doch gerade ein Spucker irgendwo, oder? Ja. Ich bin aber leider nicht gesehen, wo der ist. Wo da hinten? Ah! Das war wieder ein Vogel bestimmt, oder? Nee, nee, das ja, ist irgendwo hier, an. Eindeutig der Vogel. Oh ja. Der macht nur das Scheißgeräusch. Danke. Oh, Stromzaun. Da hinten. Juhu, die leuchten. Warte, dann bleib ich auf der Seite. Oh, was machst du denn hier vorne? Ja, der ist irgendwie durchgekommen. Scheiße. Keiner will in die Blade Trap. Die fährt er aber. Doch, da sind gerade ein paar in den Blade Trap gegangen. Ich hab's gehört. Die Fackel hat gerade den einen aufgehalten. Er ist gegen die Fackel gelaufen. Also auch wenn die Leuchtezombies nervig sind, weil die sind stärker, die sieht man wenigstens. Das stimmt, ja. Oh, da hinten war Action. Man ist hier voll konzentriert, ey. Tut mir leid. Ja, ja. Ist mir kaum was erzählt, aber. Es sind einfach zu viele. Ist aber auch gerade voll High Noon. Alter, die hüpfen hier hoch. Geh mal kacken, Junge. Lauft hier denn hin? Macht gefühlt keinen Schaden. Scheiße, mir geht die Munition aus. Ich versuche es von allen Seiten, ne? Ja. Da könnte Blade Traps Action entstehen. Und Bullen haben wir da. Ein
Bulle will im Graben sterben. Guck mal, ob wir von oben welche Flügelfischer nehmen, ne? Ich sehe nichts. Ah, die schützen den Bullen da. Aber der ist nicht explodiert, das ist gut. Ja, weil das wäre nicht gut für die Blade Trap. Ah. Wo ist denn noch einer? Da, wo es dunkel ist wahrscheinlich, da, ja. Ja. Oh, war das ein Headshot? Cool. Ah, ich weiß nicht, ich muss irgendwie die Waffen hochpowern. Die machen keinen Schaden. Die Schrot, ja, auf kurzer Distanz, weil ich da schon Punkte reingepackt habe, aber das Scharfschützengewehr macht irgendwie gar nichts. Oh, warte, da habe ich gerade einen Bullen entdeckt. Ja. Zwei. Dein Bulle tot? Ja. Gut. Oh, da, noch einer. Ah, da ist er, ich sehe ihn. Ich glaube, der ist dahin. Ich sehe auch gerade keine Leuchtezombies mehr hier. Nee, ich auch nicht. Hey. So, es könnte sein, dass es das jetzt war. Ich habe auch nur noch 23 Pfeile. Ich bin mit 150 in die Schlacht gezogen. Ich habe die Hälfte meiner Schrot, ich hatte 40 Schrot und 20 Scharfschützengewehrmunition verpulvert. Gut, ich brauche dann auf jeden Fall mehr Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, Waffen auch. So, Stromanski ausschalten. Stromanski ausschalten. Haben, sage ich mal, hier 70. Also wir haben hier nicht mehr als 100 Sprit verpulvert. Das geht. Scheiße. Na gut. Das Dach. Ich wollte gerade aufs Dach reparieren, weil ich da was gesehen habe, was kaputt war, und bin wieder runtergeglitscht. Mir schon das zweite Mal passiert. Ich glaube, dieses Dach werde ich bald in Angriff nehmen. Das Problem ist, ich darf ja hier kein Geländer bauen oder so. Weil hier aus ist auch gerade nur ein Breit. Hier, ein Stein. Ja, da können wir ja sonst noch Eisenstangen hin. Und da glitschst du runter. Können wir ja Eisenstangen wenn hinpacken. Durch die können wir durchschießen. Ja. Jetzt sehe ich nichts. Ich habe keine Sachen. Mach mal Tag an. Ich sehe einen Scheiß.
Ich überlege gerade. Ach, jetzt habe ich einen Frame zu viel. Und was überlegst du? Was ich jetzt mache? Reparieren. Nee. Unseren Holzvorrat auffüllen. Ich hab kein Holz. Dann eh Holz hacken. Ich brauch Pfeile. Oder Bolzen. Wir haben Bolzen. Okay, ja. Wir überlegen uns, glaube ich, einfach mal, nee, was wir... Nee, das Video ist noch ein bisschen... Willst du noch weiter? Ja. Na gut. Das Video wäre zu kurz. Boah, bei Level 6 hat man 5 Modifier-Slots. Geile Sache. So, ich pflanze erstmal noch ein paar Bäume. Wo kommen wir hier raus? Haben wir überhaupt schon ein Loch, wo wir rauskommen? Nee, ich weiß nicht, ob sie was aufgerissen haben. Ich guck mal. Ich überlege, ob man... Ah, hier. Ob man irgendwo vielleicht nochmal... Ja. Kreisstante. Oh, ein Schuss. Ein Treffer. Tot. Gut gemacht, lieber Heinrich. Was willst du denn reparieren? Die ganzen Dinger zum Beispiel, die hier jetzt abgerissen wurden, die ganzen Stacheln können wir ersetzen. Müssen wir nicht so viel vor der nächsten blutroten Nacht zum Beispiel machen. Ja, aber die kommen ja eh zwischendurch, also... Ja, ich überlege, was wir als nächstes... Du kannst auch gerne irgendwie auf eine kleine Tour, Erkundungstour fahren. Ich gehe in den Keller und besorge Eisen. Wir brauchen dringend Eisen. Ich wollte ein Motorrad bauen. Genau, ich baue heute Motorräder. Ich weiß bloß gar nicht, wohin ich fahren soll. Hatten wir irgendwo irgendwas, was wir noch nicht gelootet haben? Stimmt. Also ich pflanze jetzt erstmal Bäumchen. Fahren wir hier in der Wüste? Fahren in die Wüste. Fahren wir in die Wüste. Genau, du machst eine Erkundungstour, was wir uns morgen anschauen wollen. Ah, ich hab noch so viel Scheiße dabei. Ich hoffe, dass ich Motorräder bauen kann für uns. Dann können wir nämlich mal weiter wegfahren. Ist das ein Plan? Ja, ja. Du weißt, was ja heißt, ne? Nein, nein. So. Das eine Schrotflintenladen haben wir uns ja angeguckt damals, ne? Shotgun Messiah, die Fabrik, ja. Ja. Ich überlege nur, wo ich hinfahre. Ich kann ja mal durch das verbrannte Gebiet fahren. Da wird nichts so tolles sein, aber vielleicht finde ich ja doch was. Durch das verbrannte Gebiet bin ich ja so... habe ich noch nichts erkundet, quasi. Stimmt, da sind wir, glaube ich, immer nur so bis zur Stadt oder durch die durch, glaube ich, zum Teil, ne? Ja, genau, weil es halt einfach nicht so viel bringt. Aber vielleicht gibt es ja ein tolles Gebäude trotzdem, also... Und ich muss bald mal so eine Chemiestation bauen. Mhm. Weil wir brauchen Munition. Ja, dann lern das mal, ne? Ja, hab ich vor demnächst. So, hier die Straße nehmen wir und fahren hier mal quer durch. Macht das. Mach ich auch. Also hier waren wir's, den haben wir ja zum Einstürzen gebracht. Das hat das Spiel auch nicht verstanden. Und wir müssen mal aufpassen, hier gab es ja immer so diese tollen... Ach so, gibt's überhaupt... Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Gibt es noch diese... diese Hügel, wo man Metall abbauen kann? Stimmt, habe ich gar keine gesehen. Ich habe auch schon ewig keine mehr gesehen, weil die gab es ja mal im verbrannten Gebiet. Da gab es ja immer dieses Schwefel, ja, oder was man... Nitrat, genau, ja.
Geh hier mal auf den Hügel. Stoff, ganz viel. Und Fleisch ist gut. Und das Tolle ist, wenn man hier nebenbei Holz sammelt, kriegt man auch Kohle. Jetzt nicht bei dem, aber... Nee, diese Hügel sehe ich gar nicht mehr. Hey, ihr Biker, wo kommt ihr denn her? Was seid ihr? The Rotten Angels? Oh, eine Striptease-Tänzerin habt ihr auch schon mitgebracht. Also Kohle kriegt man immer noch, wenn man Bäume kaputt schlägt, aber diese Metallgeschichte finde ich hier nicht. Mehr. Oder muss man jetzt hier tiefer in die Erde buddeln? I don't know. Ich doch auch nicht. Ich muss ja erstmal ein paar Biker abschlachten. Waren der Meinung, hier bei uns rumlaufen zu müssen. Oh, Glück gehabt. Was denn? Die Armbrust war geladen. Ich habe gerade die falsche Waffe genommen. Und oder sind ja noch mehr Biker im Wasser? Ich wurde vom Vogel angegriffen. Biker kommen durchs Wasser gelaufen. Hier ist ein Haus mit Warnschild. Okay. Dann gucke ich mir mal nicht das Haus an. Ich zerhacke hier mal einen Stein. Nichts Besonderes. Wir wollen nicht in eure Biker-Gang. Geht weg. Das sind anständige Menschen. Die ihr wunderschönes Haus haben. So, was wollte ich? Ach ja, Mopeds. Also, richtige Mopeds. So, Big Mopeds. Ups. Bin ja gerade voll in die Falle geraten. Ach, da komme ich wieder raus. Kam sie echt aus der letzten Ecke gekrabbelt. Was brauche ich denn? Mechanical Parts, Klebeband, Leder, Electric Parts. Kleber, 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 Kleber. Kleber. Oh, ich muss wieder Kleber kochen, das sieht so aus. Hm? Brauchen wir noch einen Messbecher? Nimm mit. Okay. Ich weiß nicht, wie viel wir irgendwann für Dings brauchen hier. Ja, ist gleich für die Chemiestation. Ah, stimmt, das könnte man wahrscheinlich für auch gebrauchen, ja. Klebeband. Gut, dann koche ich mal Dingsbums, Kleber. Bumsdings? Dingsbums, nicht Bumsdings. Kleber kochen. Hm? Ich habe hier, echt mal ein Haus, was zombiefrei ist. Also. Doch, wo sind unsere Knochen? Wir haben keine mehr, oder? I need Knochen. Doch, 16 Stück. Wir brauchen Knochen. Very dringend brauchen wir Knochen. Oh, waren schon ewig nicht mehr Menschen, oder... Tiere jagen. Tiere jagen, genau.
Ja, und ansonsten müssen wir die Zombies auseinandernehmen. Weil Knochen brauchen wir wirklich. Scheiße, wir brauchen wirklich dringend Knochen. Ey, wir stünden da hinten so rum, hä? Ist ja ein Dreckswetter hier, regnet ja richtig. Ja, sowas soll vorkommen. Geh dich knüppelig jetzt zu Tode, mein Freund. Oh ne, er haut mich zu Tode. Das ist nicht so gut. Ein ganz normaler Stein. Kriegst du echt nur noch Kohle hier. Den großen Baum zu hacken, weil jetzt der gibt bestimmt gut Kohle. Ja, wir haben nicht genug Klebeband. Ja, Klebeband war schon generell letztes Mal Mangel. Ich, Ja. Die letzten Klebebänder, die ich gebraucht habe, musste ich mir auch selber recht holen. Aber wir haben leider keinen Dings mehr, keinen Kleber. Und wir haben auch leider keine Knochen mehr, um Kleber zu kochen. Ja, das hast du schon gesagt. Hatten wir aber vorher auch nicht. Guck, ich habe hier jetzt noch irgendwie Leichen rumliegen, die ich auseinandernehmen kann. Ich gehe jetzt, aua. Ich gehe jetzt einfach Zombies und Knochen jagen. Ja, okay. Oder Tiere oder was auch immer mir hier über den Weg läuft. Wenn jetzt Zombies töte, zerhacke ich die. Sehr gut. Aber dieses verbrannte Gebiet, das ist bisher echt eine Nullnummer. Das ist Was bringt denn so ein Feuertyp mit Knochen? Was nimmt man am besten, um Knochen zu kriegen? Die Axt? Ich weiß nicht, entweder die Axt oder das Messer. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Axt bringt gar nichts. Kann auch sein, dass er einfach nichts bringt hier. Ich lasse den mal. Der Axt drauf geschossen, geschlagen und mit dem Messer kriegst du nichts raus. Bei dem Feuerzombie. Hm. Oh, hier ist auch ein schöner Baum, den nehme ich mit. Ich muss mal gucken, manchmal liegen ja auch so Fleischreste hier. Den kriegt man bestimmt was raus. Ah, hier sowas hier, ne? Ja. Oh! Ich habe daraus sogar Nitrat gekriegt. Ach was. Ein Pulver zwar, aber Nitrat. Stimmt. Ein Knochen. Hacke ich die mal. Hm. Was haben wir hier für ein Schild? Navegin. Ah, National Forest. Okay, so.
nicht mehr viel von da. Oh ja, da ist ein Schwein. Vogel. Ah, ich hab dich gesehen, du kleine Sau. Komm runter. Kämpf wie ein Vogel, du. Schweinchen, wo bist du hin? Es traut sich nicht. Schweinchen, 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 komm her. Da bist du. Oh, mir zu lange, gehe ich ins Haus. Braves Schweinchen, hast dich mit einem Schuss töten lassen. Das war einer zu viel. Und wieder einer zu viel. Braucht er nur ein. Okay. Und wieder hat sich ach, das toll. Nicht gelohnt. Der ist wieder irgendwo in den Bergen, der scheiß Drop. Der was? Der Drop ist wieder in den Bergen. Okay. Also nicht gut zum nebenbei mal gucken. Mm-mm. Gammelfleisch. Ich habe eine Farbe gefunden, lila. Damit? Und eine Spritze. Steroide. Aber dieses Gelände lohnt sich so gar nicht. So, ich habe doch ein Häschen quietschen gehört. Na Männer, wie geht's, wie steht's? Ich fahr mal, ne? Hau rein. Oh, ich fahre ja raus. Wohl man nicht. Weiter rein. Mopsgeschwindigkeit. Ich fahre hier ins Slalom um Zombies. Yeehaw. Oh, warte mal, hier sind Gedärme. Und wir brauchen klack. Kleber. Kleber. Vielleicht kann man irgendwie in der Chemiestation auch noch aus was anderem Kleber gewinnen, außer nur Knochen. Das wäre ganz gut. Ja. So, echt nächstes Mal Chemiestation. Okay, da vorne ist ein Bär. Wenn ich das klug anstelle... Den Bär. Ich bin jetzt mal irre und gehe in dieses radioaktive, verseuchte Minengebiet. Ich bin irre und leg mich alleine mit einem Bären an. Da ist noch ein Bär. Naja, wenn du einen Höhenvorteil hast, das ist ja kein... Ja, ja, da bin ich ja gerade hin. Oh, hier sind Gedärme. Die hole ich mir wieder. Gedärme. Gedärme. Yam Yam. So, die bringen ja manchmal auch drei, ne? Habe ich gerade gesehen. Echt? Läufst du? Nee, du bist ganz normal. Okay.
Höhenvorteil. Check. Muss ich denn als nächstes raus? Sind hier natürlich noch Zombies drin. Und ein Hund. Uhuhuhuhu. Mit Einschlag den Schädel kaputt gemacht. Oh, ich liebe das. Aufpassen wegen Minen. Okay, es kann jetzt spannend werden. Hoffen wir, ich sterbe nicht. Was machst du? Jetzt ist es gerade laut bei mir, das heißt, ich verstehe dich nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall, wir machen hier gerade die Zombies dieses Häuschen kaputt. Oh, du hast ja rote Augen gehabt. Der ist hochgelaufen, hat kaputt gemacht, ist runtergefallen, einen Fall kassiert und ist gestorben. Nett. I juck it. Oh, ich hab schon wieder einen Stuhl mitgenommen. Willst du einen Stuhl? Nö. Ach, zerlege ich, gibt Holz. Okay, die Zombies nehmen hier gerade das Haus auseinander. Oh, Nemesis! Oh, ein Nemesis mit roten Augen. Ich bin sowas von weg. Moppet, wo bist du? Auf der anderen Seite. Gib mir die Schrot. Hier ist ein riesiges Loch. Oh, der haut sich da irgendwo durch. Wie geht der mir nämlich noch mit? Wo ist verflixt nochmal mein Moppet? Nee, Jungs, ich habe keine Zeit für euch. Ich fahre. Da ist ein Nemesis mit roten Augen. Das heißt, der ist schnell. Und ich bin nicht schnell. Okay, hier die Straße auf. In dem Gebiet immer auf der Straße bleiben. Wolf rennt hier auch noch irgendwo rum. Ja, ich fahre. Scheiß Gebiet. Die Folge kannst du Scheißgebiet nennen. Ach, wir hatten ja die blutrote Nacht. Ja. Irgendwo ist hier noch ein Wölfchen. Ein Wölfchen, ein Bär und ein paar Zombies, die das Haus auseinandernehmen.
Hier, was ist das denn da hinten? Ist das sowas wie ein Fernglas in diesem Spiel? Nee, ne? Na, ein Scope halt, ne? Okay. Irgendwas. Nicht wundern, ich gehe nur so langsam, weil hier überall Minen, fucking Minen sein könnten. Nivea-Dose, Kochtöpfe, Radkappen, alles böse. Ah, das ist so eine Verteidigungsfestung, die ich schon mal gesehen habe. Ah, mir fällt jetzt ein, die bestehen ja nur aus Autos, größtenteils, links und rechts. Kann ich die looten? So, jetzt habe ich hier gleich endlich mal alle Zombies weg. Ah, der Bär ist hier immer noch. Ja, das geht. Kann ich auch. Kann ich auch die anderen looten? Nee, die nicht. So. Kann ich mich endlich um den Bären kümmern. Hier sind bestimmt Zombies. Das sind verfickte Schlangen. Verfickte Schlangen sind da? Die hausen da. Sind da aufgekringelt wie ein Seil. Okay. Sag ich doch, verfickte Schlangen. Wird mir ja keiner glauben. Hunde! Ja, ich hab Wölfchen hier irgendwie bei mir. Schlangen, Hunde, Wölfe. Ja. Riss das, du Zombiehund. Das nennt sich ein Pfeil. Ja, Bärchen, mach doch einfach da die Wand kaputt. Dann könnte ich dich viel leichter erledigen, hm? Aber nein, du musst da ja in der... Oh. Fuck. Aua, scheiße! Ich sterbe, nein! Ah! Nein! Ah! 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 Komm nicht da hoch! Scheiße, ein Dreck, Alter. Sieben. Da bin ich. Scheiße! Ich muss zum Händler. Der Händler ist mein Schutz. Ach, der Wolf beißt zu den Zombie. Das ist gut. Ey, der macht hier Autos kaputt. Lehne macht Autos kaputt. Oh. Halleluja. Ist der Bär. Ich will diesen Bär. Also ich bring Gammelfleisch mit, ich bring schlechtes Fleisch mit. Okay. Oh, ich mich ja gerade erschrocken, Alter. Mit denen habe ich nicht gerechnet.
Alter, habe ich mich erschrocken. Alter Schwede, sorry. Alter. Ich habe das Zelt kaputt ge... Ich blute... Oh, es sind hier immer noch Zombies, ernsthaft? Ich blute immer noch. Ich brauchte zwei Verbände. Alter Schwede. Ich schlag nur eine Sache kaputt und dann kommt der rausgepäst. Wie viele gottverdammte Zombies hat dieses verfickte Gebäude? Viele. Das Gebäude ist eine Zombie-Farm, ey. Und dieser scheiß Bär, der rennt immer ins Gebäude. Wo ich ihn auf jeden Fall nicht erwische. So ein scheiß Spielverderber. Kluger Bär. So, ich hau jetzt ab. Ich hab mich hier viel zu viel verwundet. Fuck! Boah, jetzt kommt hier doch so ein beschissener Vogel an, ey! Oh! Scheiß ein! Ja, was soll man dazu sagen? Ich hol mein Zeug am nächsten Tag. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Break. Ja. Oh nein, und weißt du, was noch doof ist? Das Mine. Ich hatte das, den ganzen Stahl bei mir. Den ganzen Stahl! Eieieiei. Oh. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ansonsten, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi.